Herzlich willkommen zum dritten Tag von Ballett lernen in 7 Tagen. Heute wollen wir zusammen Fondue erarbeiten. Fondue im Gegensatz zu Tendue beinhaltet nicht nur die Streckung des Beines, sondern auch eine Beugung des Standbeines. Das wollen wir zunächst einmal üben. Außerdem werden wir die dritte Position benutzen. Das seht ihr bei mir schon hier. Die ist gekreuzt. Also schnappt euch eure Stangen, euer Stuhl, euer Fensterbrett, eure Wand, was auch immer. Und los geht's. Am besten schauen wir uns alles erstmal an, indem wir zu unserer Stange gedreht sind mit beiden Händen auf der Stange. Wir gehen in die erste Position, also von der Parallelen, wie wir ganz am Anfang im ersten Video gemacht haben, verlagern wir das Gewicht nach hinten, drehen auswärts, so viel unser Becken zulässt und setzen. Und jetzt wollen wir kreuzen. Das heißt, ihr könnt mal probieren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt mal beides ausprobieren und schauen, was ihr angenehmer findet. Die erste Möglichkeit ist, ihr könnt mit einem Bein anfangen, zum Beispiel mit dem rechten, die auswärts zu halten. Hebt es, flext dabei, so, und setzt es vorne dran ab. Dabei sollte ungefähr das eine Fußgelenk vor dem anderen sein, also so. Das ist die dritte Position, nicht zu verwechseln mit der fünften Position, die auch heutzutage gar nicht mehr gemacht wird, weil es für die Knie gar nicht gut ist. Also aus der ersten Position, ihr könnt es mal mit rechts probieren, verlagert das Gewicht auf links. Ihr flext und hebt den Fuß hoch, setzt das vorne ab und guckt mal nach unten, wie es sich anfühlt, ob auch hier die Hüfte und vor allem auch die Knie vielleicht doch nicht ein bisschen wehtun, dann vielleicht ein bisschen mehr einwärts gehen. Dasselbe können wir auch nochmal mit der anderen Seite probieren. Das heißt, wir gehen wieder in den ersten, jetzt mit links. Wir flexen, verlagern das Gewicht, heben ab und setzen vorne dran, gekreuzt und gucken mal und fühlen in unserem Körper, wie sich das anfühlt, ob das so geht. Die zweite Möglichkeit, könnt ihr in die erste gehen, ist, ihr macht ein Tendue, das kennen wir schon vom letzten Video, Tendue schräg zur Seite und jetzt schließen wir allerdings auch in die gekreuzte Position. So. Das heißt, ihr könnt es mal wie eben zuerst mit rechts probieren, Tendue zur Seite und schließen in die gekreuzte Position. Fühlt mal und schaut, wie ihr das findet. Andere Seite. Das jetzt nur zum Üben, damit ihr ein Gefühl für die dritte Position bekommt. Wenn wir gleich die Übung machen, solltet ihr natürlich schon von Anfang an in dieser Position stehen. Da könnt ihr ein bisschen für euch experimentieren, wie ihr da am besten reinkommen möchtet. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ein Fondue überhaupt ist. Da sind wir noch gar nicht hingekommen. Also wir stehen in der dritten Position. Wir haben rechts vorne, machen das erstmal mit rechts. Und erstmal üben wir nur das Anlegen. Das heißt, ich zeige jetzt mal beides getrennt, weil gleich müssen wir beides auf einmal machen. Fangen wir mal mit dem Spielbein an, das ist das, was vorne ist. Das heißt, hier müssen wir vorne anlegen. Diese Position nennen wir auch im Ballett sous le coup de pied. Das Französische bedeutet auf Deutsch übersetzt auf dem Fußgelenk. Das heißt hier, im Endeffekt strecken wir einfach unseren Fuß. Das hier ist leicht gebeugt, sodass der Fuß halt nicht mehr auf dem Boden ist, sondern gerade so über den Boden schwebt und wir setzen unsere Spitze vom Fuß hier auf dem Fußgelenk ab. Wenn es geht, nicht zu viel Gewicht drauf, dass es irgendwie sloppy wird, sondern einfach nur hier strecken und das Fußgelenk berühren. Probiert es mal aus, dann könnt ihr wieder absetzen. Gleichzeitig wollen wir das Standbein beugen. Das heißt, wir machen nicht nur anlegen und absetzen, sondern wir legen an, beugen dabei gleichzeitig das Standbein, dann setzen wir ab und strecken gleichzeitig. Das heißt, probiert es mal zusammen mit mir. Beugen und anlegen, absetzen und strecken. Nochmal, beugen und anlegen, absetzen und strecken. Schaut auch, dass ihr hier wieder in eine schöne dritte Position kommt, wie am Anfang. Dasselbe machen wir auch hinten. Das heißt, probiert es mal. Das ist genau dasselbe, erstmal wieder das Spielbein, das ist jetzt das andere Bein, das hintere. Das heißt, ihr habt hier erstmal nur anlegen, das heißt, wir nehmen das Bein nach oben, strecken den Fuß und legen es hinten ans Fußgelenk an. Nicht vorne ans Fußgelenk wie eben, sondern hinten und setzen wieder ab.
Jetzt mit Standbein beugen. Anlegen und beugen. Absetzen und strecken. Nochmal. Anlegen hinten und beugen. Und absetzen. Sehr gut. Das ist auch schon der erste Teil von der Übung, die wir gleich zusammen machen werden. Jetzt zeige ich aber euch erstmal, wie ein ganzes Fondue geht. Das wäre nämlich eben nur ein halbes. Aber keine Sorge, das ist ganz einfach. Wenn ihr das gemeistert habt, ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt. Also wir fangen wieder rechts vorne an. Beugen und anlegen. Und das komplette Fondue ist nicht absetzen, sondern wie beim Tondue, wie beim letzten Video, gehen wir nach vorne, sodass wir jetzt in derselben Position sind, wie wenn wir ein Tondue gemacht hätten. Und dann schließen wir wieder. Diesmal allerdings auch wieder in der dritten und nicht wie im letzten Video in die erste Position. Probieren wir es nochmal gemeinsam. Also, anlegen und beugen. Nach vorne strecken, die Linie behalten, dass wir nicht schräg sind, sondern in einer Linie mit unserem Fußgelenk. Und wieder schließen in die dritte Position. Nochmal. Beugen, anlegen, strecken, Linie behalten und schließen. Sehr gut, jetzt habt ihr schon mal ein Fondue gemacht. Das machen wir auch nur nach vorne, nicht zur Seite, nicht hinten. Also ich kann euch schon mal ganz schnell die Übung zeigen. Dasselbe machen wir dann auch noch auf der anderen Seite. Jetzt erstmal für die rechte Seite zeige ich euch die Übung, dann machen wir die mit Musik und dann nochmal ganz schnell die linke Seite. Also keine Panik, ihr habt praktisch schon alles gemacht von der Übung. Wir stehen rechter Fuß vorne, gekreuzt in der dritten Position. Kontrolliert hier, dass euch nicht die Knie wehtun. Könnt ihr gerne entweder von der ersten so hingehen oder über ein Tondue. Könnt auch gerne Plié machen in der dritten Position, um zu schauen, dass alles passt. Wenn ihr da angekommen seid, machen wir erstmal vorne anlegen und beugen und absetzen. Genau. Hinten anlegen und beugen und absetzen. Dann nochmal vorne anlegen und beugen. Jetzt machen wir das komplette Fondue fertig. Strecken, in der Linie bleiben und schließen. Dann haben wir kurz Pause zum Durchatmen. Und dann wiederholen wir einfach alles nochmal. Das heißt, anlegen und beugen, absetzen. Hinten anlegen, hinten am Fußgelenk und absetzen. Jetzt nochmal vorne anlegen. Komplett fertig machen, nach vorne strecken und schließen. Und das war's. Habt ihr gut gemacht. Jetzt machen wir es nochmal mit Musik. Also rechts ist vorne und wir beginnen auch vorne anzulegen. Und anlegen und beugen, absetzen. Hinten anlegen und beugen, absetzen. Nochmal vorne, anlegen und beugen, weitermachen, strecken nach vorne, schließen, atmen. Wiederholen von vorne. Anlegen und beugen, absetzen, hinten. Anlegen und beugen, absetzen, sehr gut. Nochmal vorne, anlegen und beugen, weitermachen, nach vorne strecken und schließen. Genau. Perfekt, jetzt machen wir noch schnell die andere Seite. Wieder gekreuzt in der dritten Position. Wir haben zuerst vorne anlegen, vorne am Fußgelenk. Und absetzen, hinten anlegen, nicht vergessen das Standbein zu beugen und absetzen, nochmal vorne anlegen, nach vorne strecken und schließen, durchatmen und nochmal wiederholen, vorne anlegen und beugen, absetzen, hinten anlegen und beugen, absetzen, vorne anlegen und beugen, fertig machen, nach vorne strecken, schließen. Und das war's. Dann jetzt nochmal mit Musik. Links ist vorne und wir beginnen links vorne anzulegen. Und anlegen, beugen, absetzen, hinten. Anlegen, beugen, absetzen, vorne. Anlegen, beugen, weitermachen, nach vorne strecken, schließen, atmen. Nochmal von vorne. Anlegen und beugen, absetzen, hinten anlegen, beugen. Absetzen, vorne, anlegen, beugen, weitermachen, nach vorne strecken und schließen. Sehr gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich. Bis dann.